Hallo und guten Morgen, meine Freunde. Wir haben ein wenig Taschengeld bekommen. Morgen wird es nämlich ein sonniger Tag. Heute haben wir sehr viel Glück. Das ist schön. Und, naja, gut. Ich würde sagen, wir starten heute gleich mal zu einer kleinen Tour. Erstmal gibt es was zu lesen. Lieber Günther, ich würde gern meinen Ehemann mit einem kleinen Geschenk überraschen. Er ist ein großer Fan von Lauch. Könntest du mir einen bringen? Liebe Grüße, Evelyn. Für den Opa. Opa will Lauch. Opa mag Lauch. Würde ich jetzt gerne sagen, merke ich mir. Realistisch ist das allerdings nicht, wenn ich mir überlege, wie lange wir bei Lea gebraucht haben. Aber inzwischen weiß ich ja. Ziegenkäse. Treibholz. Wissen wir seit dem letzten Mal. Aber viele Böhnchen heute. So, da ist Ronny. Gleich mal aufspringen. Also bisher machen wir nicht mehr Arbeit, als wir an sich gehabt hätten. Um das mal so zu sagen. Also die Bohnen hätten wir so oder so in der Anzahl und Größenordnung gehabt. Moment. Heute läuft mir ja kein Tierchen hier weg. Sicher ist sicher. So, guten Morgen, die Damen. Es ist doch schon wieder... Das begreife ich nicht. Ich begreife es einfach nicht. Wie können 4 Hühner 2 Eier produzieren, die trotzdem alle Arten der Versorgung haben? Das macht mich verrückt. So. Nein, nimm doch einfach, so. Genau, so. Jetzt knuddeln wir erstmal alle. So. Dann jetzt wieder erstmal auf die Kühe konzentrieren, damit ich nicht durcheinander komme. Geht doch. Mein Gott. So, Mel B hat nix. Mel I hat nix. Nein. Hier, komm her. Das geht. Und das geht auch. Sehr schön. Also zumindest möchte ich die Beschwerde von gestern zurückziehen. Als dann irgendwie unsere Kühe den Dienst eingestellt haben, zumindest gefühlt. Aber dem ist ja nun nicht mehr so. So. So, sehr, sehr schön. So, Ronny. Ich komme. Moment. Ich möchte heute nämlich etwas mitnehmen. So, ganz subtil mal. Mal gucken, was man damit so machen kann. Aber erstmal habe ich heute nämlich ein etwas unerwartetes Ziel, denn nämlich direkt jetzt zum Strand. Los, Günther. Hey, hier ist wieder Ronny. Es regnet zwar, aber das stört ihn nicht. Denn ihr erinnert euch vielleicht, dass wir am Strand mal einen Herren kennengelernt haben.
Ja, 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 richtig gehört, einen Mann. Oh. Wir gehen jetzt den Mann am Strand besuchen. Ich finde das so cool, mit dem Pony Ronny hier unterwegs zu sein. Aber das macht richtig Laune. Hammergeil. Und pass mal auf, Leute, hier. Was? Aber ich liebe sie. Nein! Du blöder Sack. Seht ihr, Leute? Und schon habe ich mal wieder zu viel versprochen. Gut, dann halt nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir reiten einfach dem Sonnenuntergang entgegen. Da reiten wir halt woanders hin. Da kenne ich auch nichts. Gott sei Dank habe ich ja alles an alles gedacht, ne? Ups. So. Upgrade House können wir noch nicht. Da brauchen wir, also 50.000 kriegen wir früher oder später hin. 150 Pieces Hardwood. Da müssen wir uns noch für rum kümmern. Aber wir können ja hier. Das kriegen wir ja hin. Der Heavy Metal Monster Coop. Okay, ich fange bald an deinem Stall zu arbeiten. So. Wollte ich sagen, gehen wir heute nochmal in den Steinbruch. Kommen wir hier irgendwie lang? Nee, ich glaube, da mussten wir oben rum. Sind ja heute ganz gut in der Zeit. Irgendwas? Ne. Das ist ein bisschen Kupfer. Ich würde aber sagen, wir gehen gleich mal richtig in die Mine. Haben wir sogar was zum Heilen gefunden, auch wenn das jetzt nicht die Welt bedeutet für uns. Aber so schnell wären wir halt auch nicht fertig gemacht. Hau da hin, 40. Iron Ore. Mhm. In der Mine. Wenn es regnet, es ist so schön. Wir sind gesegnet. Das einzige Problem, das ich hier sehe, ist, dass mich Leia nicht versteht. Denn ich kann leider, leider kein Kesua Haley und ihre Eltern. Kenne ich auch noch nicht. Denn sie wohnen in der Stadt. Und sie ist Künstlerin. Und allein. Ich glaube, wir sollten sie einmal besuchen gehen. Sag uns doch endlich, wo die Pläne des Todessterns sind. Ich liebe dich, doch die Macht ist stark in dir. Denn dein Midichlorianerwert ist einfach viel zu hoch. Das war aber nur so einmal. Und außerdem hat das hier nichts mit uns zu tun. Denn im Stardew Valley kann man eh kein Todesstern bauen. Gut. Ach, es ist schade, wenn die Musik vorbei ist. War irgendwas? Ich hab's schon wieder, keine Ahnung. Ich hatte wieder das Gefühl, dass sich dieser kleine Teufel anschleicht. Nennen wir ihn immer noch Jacques. Das Schwein. Was war das denn bitte, Günther? Ist das dein Ernst? Gleich mal ein bisschen für neue Steine sorgen.
ganz schön reingehauen. Aber mit der super duper mega Bahn können wir dann halt natürlich alles ja machen. Da sind wir dann die Helden im Sportunterricht, denn wir können alles am Bahn machen. Oh Gott. Weil ich ja so gut in Sport war. Hm? Oh nein, ein einzelner Blubbel. Der muss sich mal Kohle geben. Das Schwein. So. Ich glaube, wir gehen mal Lea besuchen. Also ich weiß nicht, ob wir zu der in die Hütte können. Wäre ja mal schön. Ich glaube, wir reiten einfach nochmal zu ihr. So, hier. Ronny Bonny, geht los. Moment. Zeit für ein paar Salmon Berries. Cherry, Cherry. Salmon Berry. Yeah! Komm, hol den. Refined Quartz. Haley? Haley steht auf raffiniertes Quarz. Es gibt Dinge, mit denen hätte ich in dieser Form nicht gerechnet. Zum Beispiel, dass Haley einen Faible dafür hat, naja. Das ist etwas nachteilig. Das muss ich zugeben. Oh, guckt mal, Müll. Bonnie, du stehst im Weg. Da freue ich mich doch immer, wenn ich Müll finde. Haben wir gar keinen? Na gut, dann halt nicht. Dann haben wir heute leider nichts für die Lea. Ist mir auch egal. Pa! Pa! Dafür haben wir heute einen Großauftrag in Auftrag gegeben. Sagt man das so? Nee, oder? Großauftrag in Auftrag gegeben? Ist ja eine doppelte Doppelung. Uiuiui. Ach so. Moment. Also erstmal das wegräumen. Das wird heute wieder kein schlechter Tag für unsere Anbausachen, würde ich behaupten. Also die Boden geben jetzt nicht so die Welt, aber... Das ständige Tropfen höhlt den Stein, würde ich mal behaupten. So. Da haben wir eine Frotzengeode. Da kommt das Säpschen. So, Moment. Das können wir auch noch alles dahin wollen. Nö, den, doch, die Salmon Berries kann ich noch wegtun. Das tun wir dahin. Dann brauchen wir noch Hopfen. Für unsere nächste Ladung. Bier. Und was ich mir auch so überlegt habe, was wir wahrscheinlich, also was ich für den Herbst machen will, wenn wir wirklich viel Geld zum Monatsübergang in den Sommer haben sollten, werde ich wahrscheinlich eine größere Menge Bäume anpflanzen. Einfach weil ich das cool finde. Und ab einem bestimmten Punkt brauchen wir dann gar keine Felder mehr, weil die Bäume einfach ähnlich gute Ergebnisse zeigen werden, denke ich. Auf das Ohr kommt gar nicht hier rein. Das kam in die Schmelzkiste. Aber das auch nicht. Hä? Say what? Genau, doch. Bum, 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 bum. Genau, das war so die Schmelzkiste. Da Schmelzkist. Genau, das war die Abenteuerkiste. Hm. Ach, hier haben wir auch Schrott drin. Das ist ja spannend. Das ist ja wirklich mal spannend. Na hier. Da kommt das halt noch mit dazu. Schleims haben wir da auch. Topatze. Können wir verkaufen, genau wie die Winterrute. So.
warte halt, dass wir in der Mine irgendwann einen Diamanten finden, den wir in das, hier... Ja, Denkarium, wie auch immer es heißt. Ich habe zu viel Harry Potter früher gelesen. Ich nenne es jetzt Denkarium. Dun. So. Jetzt ist raus. Gut. Haben wir hier Oak Resin. Da können wir wieder eine Kistel bauen. Da können wir welchen festgehen. Holy moly. Jo. Machen wir heute halt noch ein bisschen Betrieb hier, um ein bisschen unsere Verluste auszugleichen, die wir ja heute erzeugt haben. So, das Bäumchen noch. So, und jetzt ist auch wieder gut. Waren ja auch schon wieder über 100 Holz. Muah! Wunderschön. Wunder, sind wir auch schon. Geil. Ich sage euch. So. Ich weiß, ich müsste mich gemäß meinen eigenen Regeln daran halten, mehr von diesen Fässern zu bauen und von den Jar-Teilen. Das kommt aber später wieder. Wir wollen uns ja noch ein bisschen fürs späte Spiel was überlassen. Will ja nicht die ganze Partystimmung verknallen. Aber wisst ihr was, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Und wir gehen jetzt, wir reiten nochmal zu Lea. Vielleicht lässt sie uns ja jetzt rein. Also mehr als zu sein kann ja nicht, dann bin ich jetzt halt auch nicht so enttäuscht. Aber ich hoffe ja da jedwas. Ich habe jetzt natürlich keinen Käse für meinen Schatz mit. Ich hätte nur Honig. Was ja auch ganz schön sein kann. Überraschung. Na gut. Hätte ja sein können. Sie hatte ja gesagt, wir sollen mal bei ihr vorbeikommen. Vormittags vielleicht gehen. Das könnte ja ganz gut klappen. So, Ronny Bonny wieder parken. Damit der uns nicht nass wird. So. Ich hätte sogar einen Käse mitgehabt. Verrückt. Ich und meine penible Vorbereitung. Hahaha, hab das penible Vorbereitung. Schön. Gut. Malek. Puh. Gut. Jetzt aber Abrechnung angucken. Und dann war es das wieder für heute. Naja, ich nehme das mal alles zurück. Das war doch gar nicht so schlecht heute. Es ist schon der Wahnsinn, was sich so alles so aus dem Kleinzeug, was wir produzieren, zusammenläppert. Respekt. Aber nun gut, ihr seht's. Es lohnt langsam. Auch beim Foraging. Schön. Also, verabschieden wir uns für dieses Mal und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn dann.